So, da bin ich wieder und Hai Long. Ja, ich habe einen Läufer überbrückt und der dient mir jetzt als Pferd. Und wenn ich den jetzt wiederfinde, komme ich denn jetzt hier runter? Wie sind die denn hier runtergekommen? Das ist doch total unlogisch. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Nein. Hä, von wo bin ich hier gekommen? Von hier. Von hier? Ne, von hier. Und wo bin ich jetzt nochmal gekommen? Von hier? Oh no! Hey, hallo! So. Wir machen jetzt, wir haben jetzt hier die kleinen Nebenquests abgeschlossen. Und machen... Ach, wir haben das gar nicht gemacht. Das Banditenlager. Wir können aber diese Hauptquest machen. Da ist ja auch das Banditenlager in der Nähe. Na, wir müssen wieder durch und dann. Und dann müsste das passen. Das hört sich immer so schrecklich an. Graser. Oh, oh, oh. Hallo. Das wird sie wachrütteln. Ja. Stört uns weiter nicht. Wir laufen einfach. Ja. Er hat ja einen Spurassistenten. Daher läuft der Spur lang, egal was ich mache. Das ist sogar schon das zweite. Also, sie können auch sterben. Du kannst dir dann halt ein neues holen. Also, das ist schon das zweite Pferd. Der zweite Läufer, den ich mir geschnappt habe. Denn die kämpfen ja auch für dich. Elorado. Oben auf dem Berg. Oh, oh, oh. Hi. Wir schrecken ja alles auf. Hier muss der Angriff auf den Kriegstrupp stattgefunden haben. Ach, die Reitmaschine kann in Ordnung treten. Das ist natürlich jetzt doof, weil alle jetzt hier ausrasten. So. Wir haben... weil es ja etwas hinterlassen. Moment. Irgendeinen Hinweis, wohin sie gegangen ist. Okay. Wir haben entschieden, da die Lohen, diese da, ja grün sind, es Lohe grün zu nennen. Und ich nenne es einfach Lohe. Ich habe schon gesagt, wenn wir es Plötze nennen würden, wäre es Blasphemie. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo ich hin soll. Ach so. Okay, wir müssen hier den Ort. Was für ein Anblick. Es ist, wie Val gesagt hat. Viele Maschinen. Und alle werden von den Mördern kontrolliert. Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Händen untergeschickt. Diese Verderbnis, die scheint wirklich das Problem zu sein hier. Warum mein Reittier das hier nicht? Die Nora konnten einen Verderber erledigen. Aber vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Okay. Oh, da ist eine Quest. Ne. Hä? Da war auch gerade eine Quest. Müssen wir immer noch gucken? Ja. Okay. Nee. Hi. Wer bist du? Hallo? Der muss erst ins Lager gehen, damit wir mit dem... Krieger! Hey, warte mal!
Ich stehe hinter dir. Die Toten und Verwundeten alle weg. Gibt's hier keine Krieger und Heiler mehr? Nur ich. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich ihr nichts. Ja, wo ist Sona? Hat Sona die Mörder gefunden? Baal sagte, dass Sona die Mörder verfolgt. Hatte sie Erfolg? Wir folgten ihrer Spur, aber wieder und wieder griffen uns ihre Maschinen an. Meine Wunden schwächten mich, also schickte Sona mich zurück, um auszurichten, dass sie den Kampf nicht aufgibt. Der Hinterhalt? Das heißt, beim Angriff auf den Kriegstrupp warst du hier? War ich. Ich dachte, die Erprobung sei unser dunkelster Tag. Aber ich lag falsch. Die Kriegsherrin versammelte noch die Nachhut. Und blind vor Wut tappte die Vorhut derweil in die Falle. Dutzende Tod in Minuten. Ohne Sonas Eingreifen hätten sie uns niedergemetzelt. Wo ist sie? Varl wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruin bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Varl Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen. So allein. Hey, wir sind ein Superheld. Was macht er da? Auf diesen Sturm habe ich gewartet. Ja, ich auch, total. So. Ich glaube, ich möchte wieder das Outfit wechseln. Nee, warte, Moment mal. Wie viel haben wir denn jetzt an 141? Wir brauchen 190. Dann können wir uns das eine holen. 190, 200, 190, 200, ich weiß nicht mehr. So. Oh. Zum Glück kann das auch schwimmen. Man sieht einfach nichts, wenn es drin ist. Ich muss herausfinden, wie ich mehr Maschinen überprüfen kann. Ja. Das weiß ich nämlich auch noch nicht, wie das geht. Alles gut. Ich sehe nichts, ich brauche Scheibenwischer. Siri hat gerade auf Scheibenwischer reagiert. Ach, da müssen wir hin. Das muss der Hang sein, von dem Sonas Bote erzählt hat. Ich versuche übrigens überall drauf zu kommen mit dem... Ist richtig? Jo. Erstmal alles wieder hier sammeln, was wir durch den Sturz verloren haben. So, können wir da hoch? Nein, das ist der Hang da. I can't see anything. Auf dem Teil waren wir schon drauf. Wohin ist sie danach gegangen? Der alte Bogen hat schon viel erlebt. Niemand hätte ihn freiwillig zurückgelassen. Hi, Nessa. Sona hat Verluste hinnehmen müssen. So. Also wie gesagt, auf dem Teil waren wir schon drauf. Da sind wir schon drauf geklettert. Und das war auch richtig cool. Und was gibt's hier noch? Wie groß ist denn das Gebiet? Dieses kleine, okay. Gut. Das Glück interessiert sie nicht. Ja, dann wird hier das Lager sein, ne? Der Bogen. Ah. Sie müssen sich kurz ausgeruht haben. Da ist das Lagerfeuer. Es war sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiterzumachen. Das ist Verbandszeug. Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Das könnte eine Blutspur sein, der ich folgen kann. Ich sollte meinen Fokus einsetzen. Das haben wir ja eben auch schon gemacht.
Ach, wir müssen klettern. Das heißt, wir müssen dich leider hier lassen. Stiefel und Blut. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg. Da oben. Vielleicht sind die da oben. Schnell, schnell. Zack, zack. Das ist echt einfach hier. Man muss einfach nur den Stick bewegen. Und die macht es einfach. Okay, jetzt hatte ich kurz Angst, dass sie runterfällt. Und jetzt auch. Komm da hoch. Manchmal kann sie so hoch springen, manchmal nicht. Ein toter Sägezahn. Wo? Vielleicht hat Sona ihn erledigt. Sie könnte ganz in der Nähe sein. Ach, da hinten. Okay. Ich sehe nichts wegen dem Regen. Dein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Dann bist du Kriegsherrin Sona? Baal hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt bestens. Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Oh, verlass dich drauf. Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. So, so, da bin ich wieder. Auf der anderen Seite dieses Bergs graben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Okay. Die Sünden der Alten sind doch begraben. Verderbe. Also wir sind gerade auf den... So einen habe ich zur Strecke gebracht. Meine Mutter ist wach. Auf der Suche nach den Attentätern gebracht bei der Erprobung. Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Darf ich hier speichern? Danke. Ja, ich habe gehofft, es wird auch zu regnen. Vielleicht gehört das einfach zu dem Teil. So. Wie lang ist denn der Weg? Hätte ich auch reiten können. Es ist echt so trostlos, wenn es regnet hier. Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es. Sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann? Bumm. Dann lass uns beginnen. Wow, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken, feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Ich bin auch gespannt. Und deshalb liegt ja auch schon wieder so viel rum. Weißt du, vorhin im Dorf habe ich mich so mega gefreut, dass da so viel Loot war. Und das war eigentlich nur, weil da so ein riesen Viech gekommen ist.
So. Wir müssen wahrscheinlich hier hoch, oder hier lang. Damit... Ach, die sind alle... Ja, okay. Die sind alle unterm Einfluss. Könnte ich... Warte mal. Ich könnte doch theoretisch stehen da. Das war ein Kopfschuss, sowas von. Einfach weitergehen. Zerstöre die Lohebehälter optional. Immer diese optionalen Sachen. Jetzt scheint die Sonne wieder, das ist schön. Weiter verstecken wie ein Feigling oder rauskommen und kämpfen. Verstecken wie ein Feigling. Einen von uns hat's vielleicht erwischt. Ja, aber vielleicht. Wir werden hier beschossen. Nein. Quatsch. Quatsch. Erster Treffer. Da kommt ein brennender. Ne, ich wollte gerade sagen, der kommt auf mich zu, aber der kommt gar nicht nach hier oben. Oh, warte mal. Das ist die Lohebehälter. Yo. Okay. Moment mal. Ist hier irgendein Viech, was so Lohe-Dinger schmeißt? Komme ich hier auch anders lang? Okay, warte, ich gehe mal von der anderen Seite lang. Leise killen. So, pass auf. Wie hat er mich gesehen? Nein, das ist ein Viech, was Sachen schmeißt. Fast tot. Wieso kann ich das nicht? Moment. Danke. Da. Warte. Menschenkill. Achso, ich habe gerade gedacht, was ist dieser Balken, der da kommt, aber der kommt nicht auf mich zu. Alles easy. Eigentlich müsste ich doch. Der Schatten gibt uns. Oh, warte. Der Typ da, der hat Lohen auf dem Rücken. Okay. Verteilen. Das Entdeckung kam zu spät.
Wo sind denn die noch Ruhebehälter? Da unten gibt es noch einer. Ziel gesichtet. Okay. Wie haben wir denn noch? Den da. Bestürzt du? Tu uns einen Gefallen. Da! Da! Das heilige Land. So, haben wir noch einen? Rede mit Sonna. Nach unten müssen wir. Okay. Kommen wir nach unten. Mit dem Ding. Von hier? Und das war ja ein kurzer Ritt. Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt. Viele mehr. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Wahl, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir. Für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Ich könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter. Das ist, glaube ich, nicht so leicht mit so einer Mutter. Also die auch gleichzeitig als Kriegsherrin da unterwegs ist. So. Nein, ist auch noch was zum Sammeln. Und hier und da. Hier und da und da. Bing, 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 bing. Können wir eigentlich irgendwie noch was herstellen? Tragekapazität könnten wir noch. Ah, okay, wir können noch. Sprengungen, Munitionsbeutel und so mitnehmen. Es gibt einen Outfitbeutel, das finde ich auch noch. Munition. Ja, okay. Ich meine, das können wir auch so herstellen. Und wir haben. Nee. Ja, wir können jetzt 30 Teile mitnehmen. Das ist mega gut. Mega, mega. Aber wir nehmen erstmal die. Und untersuche die Ausgrabungsstätte. Da oben sind auch noch Sachen. Wir lassen nichts liegen. Vielleicht kann mein Fokus mir weiterhelfen. Ja, ich weiß. Stimmt, aber wir müssen hier erstmal sammeln. Wir müssen ja erstmal einsammeln, was du hier verbracht hast. Belohnung und so. Was war das? Rohstoffvorratskiste. Je nachdem, was man sammelt, kommt auch so tolle Musik. So. Und da. Schlagscheinglas. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Wir haben so ein Dings dabei, ne? Okay, dann machen wir jetzt mal hier an. Und schauen mal ordentlich. Wahl. Ach da. Da ist eine Spur. Und das war völlig unbeabsichtigt, aber war cool. Hä? Ach,
schaut mal einer an. Lieutenant, Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Ein Lohe-Vorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Okay. Ja, Feierabend ist immer schön. Ich hab etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt. Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleit. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu. Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Bis später. Ja, das stimmt, wenn man sich entscheiden kann. Aber das ist auch echt ein Luxusproblem. Die Rache der Nora. Okay, wir haben jetzt wieder... Okay, wir brauchen eine Stufe 12. Welche Stufe sind wir denn? 10. Echo. Was können wir denn noch machen? Das hier können wir noch machen. Die aktivieren wir mal die Quest. Und dann müssen wir irgendwie hier raus. Hier. Und mein Pferd ist schon wieder tot. Lohi! Gibt es hier irgendwo Läufer in der Nähe? Da. Wir holen uns jetzt ein neues. Wir holen jetzt einen neuen Lohi. Müssen wir erstmal hinkommen, ohne runterzufallen. Ach ja. Das passt schon. Wenn man so viel Zeit hätte, dann könnte man so viel spielen, das stimmt. Hi. Was denn? Redet ihr miteinander? Könnt ihr... Danke, ich möchte... Den hier haben. Na, dip-dim. Das ist doch super. Hat super funktioniert. Immer noch am Anfang von Fallout bist du. Nach 260 Stunden hast du viel gebaut wahrscheinlich, oder? Dahl hat von einem Banditenlager gesprochen. In einer Metallruine. Das muss wohl das Lager sein. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Rede. Oh. Mit wem soll ich reden? Mit dem da? Aber hier sind doch Leute. Und der da, der geht anscheinend nicht.
Wenn man es mit einem Fremden zu tun hat, sollte man ihm nicht die Gelegenheit geben, dumm zu sein. Oh. Nee, warte. Mit wem muss ich? Darüber muss ich. Es ist so dunkel. Jetzt regnet es und es ist dunkel. Ein richtiger Traum. Ja, das erinnert mich auch sehr an Avatar, stimmt. Auch dass das Blau, also das Blau. Na bitte, es schneit. Ach, jetzt schneit es auch noch. Hey, hätte ich auch von der anderen Seite kommen können, ne? Schön, dass du hier bist. Das ist schön. Warum? Nenn es gemeinsame Interessen. Und nenn mich Neil. Sieh mal, die alten Felsen. Dort kauert ein Banditenclan. Rüttle an den Felsen und sie kriechen heraus. Wie die Würmer, die sie sind. Banditen? Wieso sind die hier? Die Nora haben Erbe. Gerüchte fließen wie Blut. Ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen blutdurstige Krieger einfach hinein. Mein Partner und ich folgten den Kerlen seit Tagen. Guter Fährtenleser, aber er zog ohne mich los. Dabei hatten wir darüber geredet. Doch ich verstehe ihn. Warte zu lange und es juckt dich nach Pfeil und Bogen. Wie wär's, wollen wir uns zusammentun? Sie umlegen? Habe ich eigentlich eine Wahl? Ach so, nicht gemeinsam. In Ordnung. Wir fragen erstmal, wer er ist. Wir haben tatsächlich eine Wahl. Ich kenne dich nicht. Und ich habe keinen Grund, dir zu trauen. Vertrauen ist eine seltene Sache, nicht wahr? Ich bin nur ein Reisender. Mit einem Bogen, Angst um die Lage dieses Landes und einem fehlenden Partner. Ich glaube nicht, dass du nur irgendwas bist. Lass es mich anders sagen. Bist du ein Bandit? Natürlich nicht. Dann hast du nichts von mir zu befürchten. Ich meine, was haben wir zu verlieren, ne? Na gut. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das werden wir. Wir halten sie von allem ab. Außer von Todesschreien. Geh du ruhig voraus. Ich bin schon gespannt zu sehen, was du drauf hast. Das ist der Alarm. Lass sie Alarm schlagen, dann kommen noch mehr. Wie ein Geschenk. Und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht, sind da noch die Gefangenen. Gefangene klingt gut. Die werde ich hoffentlich befreien können. Und so erledige die Banditen. Müssen wir jetzt wieder über diese doofe Brücke? Ich war doch schon da drüben. Oder können wir da einen anderen Weg gehen? Geht da einen anderen Weg lang? Könnte von der anderen Seite gehen. Und hier brauchen wir uns noch gar keine Sorgen zu machen, glaube ich. Boah, der Fluss, der hat einen gerade mitgerissen ein bisschen. Genauso wie dieser hier. Okay. Okay. Wir sammeln erstmal hier. Und der ist mit dem Rücken zu uns, ja? Okay, das ist eine Spur, die kommt dann auch immer erst, wenn wir nah dran sind. Oh, was ist mit dem Internet los? Bei mir wird gerade rot angezeigt. Ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung. Jetzt wieder. Ah ja, er kommt wieder. Oh.
Komm her. Komm. War da nicht was? Komm. Komm. Ja. Die Gesundheitstränke sind voll. Okay. Und das lobe ich mir. Das wird mir noch weiterhelfen. Wie viele sind das denn bitte? Ist da oben jemand? Ja. Okay. Ja, Kopfschuss. Okay. Hallo. Okay. Ja, aber bei OBS war unten rechts jetzt auch gerade rot. Von daher. Mach hier so. Man könnte eine Bombe zwischen euch schmeißen, aber nein. Was können wir denn hier machen? Rede ich mir das an? Ja, komm. Warte, also soll runterkommen. Ja, sie kommt. Können wir sie hier hinlocken? Hier hin. Herzchen. Keine Angst. Das wird kurz und schmerzlos. Sie kommt nicht. Hier wird's gleich ganz schön rund gehen. Komm her. Ach ja, können wir nicht mitnehmen. Aber die Metallscherben. Wir brauchen noch ein bisschen Geld. Immer noch auf der Suche nach mir. Hi. Was war das? So. Und hier noch Leute. Da oben. In der Burg. Da sind die Gefangenen. In der Burg. Das ist wahrscheinlich ein normales Gebäude. Wir gehen nochmal kurz außen rum. Nicht, dass wir Überraschungen erleben. Da oben sind nämlich auch noch Leute. Solange es nur auf Twitch ist. Dass das Spiel dort so viel gestreamt wird. Könnte zu weit sein. Ach, guck mal, da ist mein Reittier. Juri. Der hätte mich fast erwischt. Ich weiß nicht. Mal, dass wir gleich mal da so. Hä? Wo ist sie denn? Sieht mich doch gar nicht. Wenn ich hier lang gehe jetzt. Wie Rust zu sagen pflegte. Geduld. Passt auf die Älteren. Ihre Hände zu. Deshalb sind die Schnitte auch so ausgepresst. Oh, wow, wow. Warte, wir müssen den vorbeilaufen lassen, damit wir sie töten können. Oder ihn. Oder. Warum rückst du mir so auf die Pelle? Du könntest auch mal was machen. Ist die uns, wenn wir das machen? Ich habe immer mit einer abgebrochenen Finger gekämpft. Ihr Ende steckt im letzten Viertel deines Mannes. Will hier jemand meine Aufmerksamkeit erregen? Ja. Ich mag dich.
Können wir mal kurz hier hoch? Oh, no. Hoffentlich ist das niemand von uns. Komm zu mir. Ich weiß nicht, Okay, ich kümmere mich drum. Kein Platz. Das ging übrigens für die Leute, die es im Nachhinein sehen. Das ist das Doofe, man sieht jetzt. Schon wieder eine Rohstoffkiste. Man sieht den Chat im Nachhinein nicht mehr. Es ging um TTT. Da ist noch jemand. Jetzt habe ich ihre Aufmerksamkeit. Kopfschuss und ein Tarnkill. So. Da hinten ist noch jemand. Hier ist auf jeden Fall auch noch jemand. Die Banditen haben die Leute gefangen genommen. Gefällt mir nicht. Hier steht einfach nur so rum. Ich glaube. Ich weiß nicht genau. Du stehst gar nicht im Weg, Freundchen. Wir haben es gesehen. Nein. Im Ernst. Ich bin auf dem Weg zum Signal. Oh, habe ich ihn jetzt getötet? Alter. Kann ich den Alarm auslösen? Alarm zerstören. Okay, der Alarm ist erledigt. Hab sie! Oh. Das ist so cool. Oh, nee, ich will die gerne. Als ob ich dich mitnehmen wollen würde. Wo sind denn die Gefangenen? Hier. Ich öffne den Käfig. Da ist nichts vor. Einen Moment. Ich hole euch da raus. Twitch ist das ja mittlerweile so, dass wenn man die Aufzeichnung ja schaut, dass der Chat ganz normal im Chatfenster eingeladen wird. Achso, die kämpfen jetzt mit mir, oder was? Sucherin, darf ich mit dir reden? Achso, ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwie voll die coole Szene oder so. Ja. Es gibt immer eine... So. Das wurde mir eben ganz unauffällig gesagt. So. Die haben wir doch schon. Die hier möchte ich haben. Nee. Nee, eine von denen wollte ich haben. Die hier. Nee, die hier wollte ich haben. Die könnten wir uns jetzt auch holen. Weil wir dann 20... Die ist auch nicht schlecht. Wir haben nur 40 weniger gesehen. Ja, also wenn man sich den Stream anschaut, dann wird halt der Chat angezeigt, der halt zu dem Zeitpunkt lief. Das ist halt ganz cool. Finde ich auch ganz cool.
tue mich damit immer mega schwer. Das ist halt gegen Feuer und alles, aber das ist, glaube ich, gar nicht mal so wichtig. Warte, wir machen... Hier brauchen wir gar nicht mehr so viel für. Ich sammle noch ein paar Scherben. Sucherin. Ja, sofort. Die Kisten. Kühlsaft. Oh, wir haben so viel Gesundheitstränke. Würdest du mir die Ehre eines Gesprächs geben? Wer ist denn... Wer... Der hier. Welche Ehre? Ich... Urmutter sei Dank. Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Okay. Woher kommst du? Wo kamt ihr denn alle her? Manche von uns haben Jahre das heilige Land durchstreift. Ich selbst. Mein Heimatdorf brannte bei den roten Raubzügen nieder. Ich schäme mich, dass ich es nicht beschützt habe. Aber ich war ein Ausgestoßener, bevor die Kharja kamen. Warum wurdest du ausgestoßen? Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Ihr seid zusammen. Es ist total interessant, dass sie jetzt auch viele andere Ausgestoßene trifft. Wie habt ihr euch denn alle hier getroffen? Du fragst dich, warum wir miteinander sprechen, wo es doch verboten ist. Aber was sollen wir schon machen? Außerhalb des Beckens? Allein? Es war kein Vorwurf. Ich war selbst ausgestoßen. Verzeih mir. Du kannst ruhig fragen. Ich brachte sie zum Sprechen. Ich sagte, dass wir zum Leben als Ausgestoßene verurteilt sind. Nicht, um hier zu sterben. Ein vernünftiger Ansatz. Dann verabschieden wir uns mal. Wir sind alle Ausgestoßene, aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hier bleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Natürlich, unbedingt. Darauf hatte ich gehofft. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank. Ach, schön. Natürlich. Das wird zu schwer. Ah, warte mal. Wir gucken mal, ob wir unsere Tragkapazitäten erhöhen können. Nicht Trankbeutel, sondern Rohstoffbeutel. Reichhaltiges Fleisch brauchen wir dafür. Wir haben 500 Reinholz. Njum, 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 njum. Und dann... haben wir schon wieder so eine Rohstoffvorratskiste. Dann müssen wir... reden mit Neil. Ach, wir müssen noch mit ihm reden. Oh, oh, oh. Ich glaube... Moment mal. Wir haben jetzt locker genug. Meine Prioritäten sind ein bisschen verschoben, ich weiß, aber... Ich liebe sowas an solchen Spielen. Wir ziehen ein. Nein, nein. Achso. Ich hätte nie gedacht, dass mir die Banditen mal was nützen würden. Ich sollte jetzt gehen. Danke, dass du das ermöglicht nicht? Hast. So. Okay, eine mittlere Rüstung. Die ist auch mega cool.
Die macht halt die Verderbnis weniger, ne? Eine schwere Rüstung. Und da brauchen wir noch viel mehr Metallscherben für. Entweder die oder die. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da total unsicher. Okay, es ist eigentlich gut, wenn wir nicht gesehen werden. Warte, wir haben aber eine Modifikation. Ach Quatsch, wir haben eine Modifikation, die uns 6% Tarnung nochmal gibt und 6% Feuerschutz. Daher, würde ich sagen, wir gucken jetzt erstmal, dass wir... Ne, warte mal. Wir gucken mal auch mit den Waffen. Wir brauchen auch Waffen. Wir können ja nicht die ganze Zeit... Was ist das? Dieser langsam feuernde, aber äußerst zielsichere Bogen eignet sich am besten für den Fernkampf, wenn es auf Präzision ankommt. Brauchen wir das schon? Die Stolperfalle. Stolperfalle haben wir doch schon. Oder nicht? Ah ne, wir haben die Stolperfalle, aber die hier, die kann noch mehr. Ah, wir brauchen das hier eher. Wir kaufen erstmal das. Platzieren die nach oben. So, Outfits können wir auch noch später machen. Tutorial Schleuder, Stufe 18. Tutorial Sprengschleuder. Okay, alles kriegen wir schon. Ich habe alles viel zu früh. Okay, Banditenlager. So, jetzt müssen wir noch mit dem Dings sprechen. Und wir müssen uns Fleisch besorgen. Wenn ihr Tiere seht, schreit. Normale Tiere. Fühlt sich gut an, was? Halte es noch einen Atemzug lang fest. Dann lass es raus. Ach, hab deinen Partner nicht gefunden. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Banditenlager niedermähten. Ich dachte, er und ich wären uns einig. Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem in der Wildnis fertig. Nur ich und die Stimme der Wut hier. Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Nein, meiner nicht. Du bist nicht nur ein Reisender. Die Rüstung ist maßgefertigt. Und wie du den Bogen hältst. Ich sagte, ein besorgter Reisender. Ich war Soldat. Aber ich war länger Soldat, als der Krieg dauerte, wenn du verstehst. Wo immer ein Pfeil zwischen Rüstung und Haut dringt. Da ist mein Platz. Also schaffe ich mir Gelegenheiten. Dann fühle ich mich zu Hause. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Maschinen zu jagen? Ja. Da fehlt dieser Ausdruck in den Augen. Haben Banditen dir ein Leid angetan? Uns allen. Sie leben ein mieses Leben, also können sie auch so sterben. Du jagst sie also, um anderen zu helfen? Nein, nein. Zum Spaß. Ich kann nicht mehr auf Kriege warten. Das Leben ist zu kurz und der Rausch des Todes zu stark. Töte ein Stammesmitglied und es gibt Vergeltung. Jage einen Eber und sie meckern über Fleischvergeudung. Aber Banditen, die sind böse. Sie schlagen stets zurück. Und niemanden juckt's, wenn man sie tötet. Der hat lilane Augen. Es ist für die gute Sache. Oh. Das ist eine ungesunde Einstellung. Ich würde sagen, das ist eine ungesunde Einstellung eigentlich. Ich weiß nicht, wer schlechter ist. Du oder sie? Wir stehen noch, sie nicht. Wir machen eindeutig besser. Na, super. Wir sind hier fertig. Hier? Leider ja. Aber wir leben in einer Welt der Geringen. Die locken Banditen an die Wunden von Infektion. Du lässt es nicht zur Infektion kommen, oder? Wir sehen uns sicher wieder. Vielleicht.
wenn's unumgänglich ist. Falls wir uns verpassen, sehen wir es an unserem Werk. Boah, wir werden ihn auf jeden Fall wiedersehen, glaube ich. So, was gibt's zu tun? Haupt. Stufe 12. Wir sind noch nicht zu Stufe 12. Jagdgebiete, das können wir machen. So, Jagdgebiete. Nur Teile Prüfung. Entferne Behälter von Grasern. Okay. Wir machen das mal. Ich habe heute irgendwie ein bisschen Videokrankheit. So. Wir haben einen Fertigkeitspunkt erhalten und die maximale Gesundheit ist wieder hochgegangen. Das heißt, wir sind schon Stufe 11. Na du? Wie geht's dir? Warte, da ist... Moment, ich muss wieder absteigen. Es tut mir leid, Louis. Es tut mir leid, lieber Fuchs. Aber besser als den Fuchs, den ich aus Versehen totgetrampelt habe. Das ist ein schönerer Tod. Fuchshaut und fettes Fleisch. Das reicht aber noch nicht. Wir brauchen, um die Tragekapazität zu erhöhen, hier noch zwei reichhaltiges Fleisch. Ich weiß nicht, ob wir die vom Füchsen bekommen. Ist der Fuchs verschwunden? Ah, ne. Ach, das hört sich voll schrecklich an. Na bitte. Es regnet. Hier war reichhaltiges Fleisch. Was war das? Ein Waschbär. Oh. Okay. Und ich glaube, wir haben jetzt genug an reichhaltigem Fleisch. Schockbombe. Ah, stimmt. Stimmt, wir haben ja jetzt... Und wir könnten hier... Wir könnten überall ein bisschen Upgrades machen. Und dann gucken wir mal... Ich bin nicht mal wieder aus. Was wir hier für... Upgrades machen können. Also wir können nur ein Upgrade machen wahrscheinlich. Precision. Kritischer Treffer verursacht mehr Schaden. Ich glaube, ich möchte das. Oh. Nee. Ich glaube, ich möchte... Schwerlastenträger. Das möchte ich haben. Wir können... Moment. Wir können jetzt Waffen... Ah, ja. Wir können jetzt Waffen von denen nehmen, ne? Aber haben wir noch nie gemacht. Das hatten wir noch nie, diese Situation. So. Wo bist du? Okay, wir haben alles erledigt und können ein bisschen jagen gehen. Mega geil in der Stadt. Mir fällt das jetzt erst so ein... Jetzt ist richtig auf. Hier war mal eine Straße. Alter Zahnstocher, alter Ring. Krass.
glaube, hier war ich auch noch überhaupt gar nicht. Ich war ja vorhin schon mal hier ein bisschen unterwegs. Dann mal los! Sieht ein bisschen aus wie ein Löwe, ne?